Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei ADS 15 hier auf der PlayStation 4. Ja, Punkt 1, sehr spät dran heute. Punkt 2, ich bin hier schon ein Stück weiter. Das liegt jetzt daran, das schließt sich dann beides zusammen, dass mein Aufnahmeprogramm aufgenommen hat, aber alles irgendwie zerhackt hat und jetzt konnte ich überhaupt null gebrauchen. Und da ich heute frisch, also live, mit kleiner Verzögerung aufgenommen habe, ist das halt so, dass ich jetzt total hinterher hinke. Mist. Sorry dafür. Was habe ich gemacht? Ich habe das Holz verkauft, ne? Wie man sieht, der Anhänger ist leer. Und wir haben so über den Daumen, ich habe es dann wirklich mal zum Bahnhof da gebracht und mit dem Zug und so, ne? Ungefähr, was waren denn das? Weiß nicht, es waren über 100.000, die wir bekommen haben auf jeden Fall. Also scheint sich das so mit dem Zug dann doch mehr zu lohnen. Ich habe dann schon ein bisschen Geld investiert, habe dann Folgendes gekauft und zwar diesen formschönen grünen Strautmann, der auch noch im Angebot war. Aktuell minus 10%, wir können mal ganz kurz reingucken, für 63,9. Na, da musste ich jetzt gar nicht überlegen, da habe ich dann zugeschlagen. Ist ganz schön groß. Also ich hoffe mal, dass da auch mein Frontlader dran kommt, sonst haben wir ein Problem. Und was ich auch noch gekauft habe, ist hier, also andere Steinwerk verkauft und jetzt hier das Breite, was da auch passt. Ne? Ist auch ganz gut so, weil wir haben jetzt nämlich auch gleich die Ernte geht gleich los. Das beamen wir uns dann aber dann zum Hof. Den fahre ich mal rüber. Wahnsinnsmischsteuer. Cool. Ja, und unser toller Hochleistungstraktor. So, muss ich mal zu, dass ich nach Hause finde. Aber andererseits, weißt du was? Ich hole mal ein paar Eier ab. So. 51. Klasse. Da ist ja schon unser Hühnerstall. Warum ich den hier hingemacht habe, ich weiß es nicht. Okay, da liegt ja schon ein bisschen was. Ups. Wird mal Zeit, dass wir mal wieder vorbeigucken. Na, ihr wart ja fleißig. Bevor die ersten Küken hier schlüpfen. Habt ihr noch was rum? Nö. Sehr schön. Weitermachen, Mädels. Die waren springen noch mal. Hopp. So, Taste X. Und weiter geht's. Nagelneumaschine, noch kein Staub dran. Sorry, du musst nicht gerade was trinken. Meine Stimme geht ab und zu flöten aktuell. Überholverbot. Wenn man gegen die Fahrzeuge anguckt, die PKWs, schon heftig, ne? Verdammt. Brauche ich mal einen Hustenbonbon oder so. Okay. Mal hier durchfahren. Und dann testen wir gleich mal die Höhe. Wegen dem Beladen.
Da bräuchte man jetzt eine schöne Rampe einfach, ne? Dann wäre das überhaupt kein Problem. So. Dann holen wir mal unseren Traktor. Was war denn jetzt mit dem Gewicht? War jetzt da drüben noch eins? Für Weizen, okay. 24 Stunden. Was haben wir denn am Weizen? Wir meinen 71 Tonnen. Aber ich habe hier keinen Zügel. Ich müsste sowieso mal die Gabel hier nochmal rüberbringen. So. Und dann kam die Frage, hey Tom, kannst du nicht mal oder jeden Tag eine Folge von der PS4 bringen? Oder am besten gleich zwei am Tag. Das freut mich echt, dass die Videos so gut gefallen, aber das kriege ich nicht hin. Also ich kriege das aktuell auf keinen Fall hin, weil wir haben ja noch ein paar andere Projekte. Jetzt auch der Fernbus-Simulator noch angelaufen. Ne? Und ja, von daher kann ich das leider nicht leisten. Das dann wird dann doch ein bisschen viel. Und alle zwei Tage, denke ich mal, ist schon ein gutes Pensum. So. Ja, was mich auch freuen würde, ich weiß, nur eine Vermutung, wenn ihr jetzt andere Videos, also wenn jetzt die PS4 an dem Tag nicht kommt und Belgic Profonte zum Beispiel da ist, dann fände ich es blöd, wenn ihr dann ein Dislike gibt, nur weil es nicht die PS4 ist. Also das ist nicht Sinn der Sache, damit schadet ihr nur mir. Und wenn euch der Kanal gefällt, dann fände ich es auch toll, wenn ihr müsst um Gottes willen die Videos nicht gucken, aber ein Dislike ist dann doof. Ja, weil ich mir doch schon sehr viel Mühe mal für die Videos gebe. Und ja. Auf jeden Fall. Warte mal. Nee. Ja, es passt. Gerade so. Perfekte Höhe. Ja, dann können wir demnächst mal Mist streuen. Im Fall ist es eine schöne Größe. Da müssen wir jetzt nicht dann 1000 Mal hin und her fahren. Nur später sollten wir uns mal einen Radlader dafür anschaffen. Und ich weiß gar nicht, ob das, ob da mehr drauf geht. Auf die Schaufel. Jetzt nehmen wir 1860. Wie ist denn das bei dem Teleskoplader? 1860 haben wir da. Und wenn ich jetzt hier gucke. Oh ja, 3,5. Schon ein Unterschied, ne? 3,5, ja. Wir müssen das auch gar nicht unbedingt voll machen, denn ich muss ja noch den Drescher rüberbringen. Wir müssen auch noch einen Schneidwerkswagen kaufen. Oder hatte ich da noch einen? Das kriegen wir raus. So.
Wir können ja nicht weiter Mist aufladen, aber wir könnten auch den Drescher schon mal losschicken. So, ich gucke eben noch mal kurz, was mit dem Schneidwerkswagen war. Können wir anders machen. Warte mal. Ich übersehe das sonst sowieso wieder. Nee, wir haben keinen. Müssten ja auch, wenn dann, den langen hier nehmen, ne? Ich meine, können auch den Kronen nehmen. Oder nee, ist nur für X-Disc. Okay, nee, dann nehmen wir den. Und den dann auch in Rot. Das passt dann besser zum Schneidwerk selber, ne? So, okay. Das Ganze setzen wir natürlich jetzt mal zurück, dass sie gleich hier ist. Okay, und das Schneidwerk dann dazu auch gleich. So, jetzt haben wir endlich mal ein passendes Schneidwerk. Oh, da muss er mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob er hier überhaupt eine Anhängerkupplung hat. Oder ob der Traktor das dann mitbringen muss. Ja, ist jetzt auch besser, wenn wir dann nebenher fahren, ne? Weil du hast so den passenden Abstand. Sind schneller, haben weniger Spat, ne? Wenn man 2 Meter mehr, das ist schon was. Ein bisschen rüber. Ich dachte immer, man muss die Mitte da treffen, aber anscheinend nicht. Passt. Also, wenn ich richtig gucke, hat er keine Anhängerkupplung. Probieren es mal. Das ist so wegen dem langen Rohr, was da hinten noch rausguckt. Ja, wahrscheinlich. So wird es sein. So, wir müssen zu Feld. Zu Feld 10. Gerade nichts. Ja, so langsam haben wir doch einen ganz netten Fuhrpark. Kühen geht's gut. Sind noch versorgt. Haben wir auch noch gar nicht so lange, ne? Dann raus zur Maschine. So. Von wo sollte ich nochmal anfangen? Habe ich schon wieder vergessen. Von. War es von der Nordseite? Aber ich glaube, hier wird es gehen, wenn wir so rumfahren. Ich fahre ihn erstmal hier zur Seite, mal gucken, wo wir Schneidwerk hinpacken. Das brauchen wir dann sowieso erstmal. Das bringen wir mal flugs mit dem rüber. Endlich mal Geschwindigkeit. Das kann man das bei 50 km/h überhaupt sagen kann. Aber im Traktor schon.
Ja, es sind wieder ein paar neue Leute der Community beigetreten. Ja. PS4 Community. Wenn ihr die sucht, einfach mal Simotube suchen und dann nehme ich euch auf, müsst euch da anmelden. So, die hatte ich auch gezeigt, wer dabei war, aber leider, wie gesagt, ist die Folge ja futsch. Was ein Gespann, oder? Schon eine nette Länge. Ja, dann wird das gehäckselt. Dann muss ich mal sehen, wegen dem Verkauf. Hier zum Abtanken werden wir wahrscheinlich dann einen kleineren Traktor hinstellen. Obwohl, ja, den Case haben wir ja auch noch. Das kann der Case ja machen. So, warte mal, wie hoch müssen wir denn? Könnten wir auch hier auf die Wiese stellen. Genau, das geht auch. Ja, und dann machen wir den Streublitz noch voll. Und dann können wir auch das erste Feld dann gleich damit, ja, einfach dann mal düngen. Ne? Vielen Dank fürs Zuschauen, YouTube. Und sorry nochmal, dass es ein bisschen spät heute war, aber kann man, glaube ich, verstehen. Und schaut doch mal rein beim Fernbus-Simulator. Ich würde mich freuen. Macht's gut. Ciao, YouTube.